Hallo und willkommen zurück bei Heroes of Might and Magic. Wir starten rein mit der nächsten Kampagne. Und das müsste, glaube ich, auch die letzte sein. Anastasia hat Sveltana befreit und den Kuss der Spinne in Empfang genommen. Als mächtige Nekromantin führt sie nun ihre Untotenarmee gegen eine Legion von Dämonen, die versucht, eine Reihe von Drachenadern nördlich von Heresch zu verderben. Die verrätische Miranda ist zu Ashar gegangen, hat Anastasia jedoch zuvor noch einen wichtigen Hinweis gegeben, wie sie herausfinden kann, wer die Herrschaft über ihren Verstand übernommen und sie benutzt hat, um ihren Vater zu töten. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. So, wir werden Glück rausnehmen tatsächlich. Kann ich irgendwie die Inni erhöhen? Hier ist ja nochmal zweimal angreifen. Ich irgendwie mit Inni. In der ersten Woche bringt mir nichts. Reputation bringt mir jetzt auch nichts. Das Goldeinkommen aus allen Quellen steigt sich um 10%. Das nehmen wir mal rein. Gold war ja letzten Mal etwas schwieriger. Alle vom Helden gewonnene Erfahrung habe ich drin. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie Magie erhöhen kann. Was noch stark wäre, wäre der hier. Der wäre natürlich auch nicht schlecht, aber die kann ich eh nicht bezahlen. Ich würde sagen, wir starten so rein. 10% mehr Gold von allen Quellen. Warum auch nicht? Anastasia, empfange meinen Kuss und gehe. Dein Schicksal aus Ashars Netz gelöst. Wenn du den Kuss empfängst, gibt es kein Zurück. Es ist meine Wahl. Ich schwöre, der Spinnenkönigin zu dienen. Du warst Svetlana bestimmt oder so. Gefahr! Ashar weint! Die Adern aus Drachenblut sind verdorben. Der Kreislauf gestört. Ein Traum ohne Erwachen. Ganz Ashar ertränkt im Dunkel. Das letzte verstehe ich nicht. Ganz Ashar ertränkt im Dunkel. Die Mutter spricht in Bildern. Sicher weiß ich nur, dass die Dämonen in die Länder der Drachenadern eingefallen sind. Was wollen die Dämonen mit den Drachenadern? Was sie immer wollen. Mehr Macht. Anscheinend können sie jetzt nutzbar machen. Wir hätten doch Ludmilla leveln sollen. Scheiße. So. Ja gut, weiß ja vorher nicht, ne? Shit. Wir sparen darauf, den Lich hochzuziehen.
So, Ludmilla, du chillst erstmal nur in der Basis. Ne, weißt ja, wie das läuft. Das ist schon direkt eine Arena. Können wir den Licht rekrutieren? Nee? Na gut, dann wirst du eh verrecken. Da wirst du vernichtet werden. So. Der Stab ist drin. Bauwerk plündern ist also eine Fähigkeit. Einfaches Stadttor, Bauwerk plündern. Machen wir mal daneben. Die kann ich, glaube ich, rekrutieren. Die nicht. Ich brauche noch ein Kristall. Wir haben hier ein paar Sachen verloren. Was ist mit dir? Du nicht. Also du hast auch was verloren. Aber nicht so wichtige Sachen. Alter, da kommen direkt 100 Ghule. Was ist das denn? Dass ich das hier immer mal zweimal neu machen muss. Irgendwie nervig. So, und jetzt speicher die gefälligst. Die Vampire muss ich auch bekämpfen. Ach komm, ist das dein Ernst? Nochmal? Vielleicht muss der Kampf was länger gehen, damit er das übernimmt.
Geister müssen noch geupgradet werden. Alter, das wird eine schwierigere Schlacht. Aber ich bin ja auch ein starker Mage. Ah ja, gut, der kann ja nicht fliegen. Da war ja was. Die sind eine Bedrohung. Die müssen ausgeschaltet werden. Die sind tatsächlich die größte Bedrohung hier. Weil die Engel ja nicht fliegen können. So, jetzt können wir die Himmlischen einfach so ein bisschen hier malträtieren. Ja, den Kampf hatten wir jetzt, dass wir das gewonnen haben, haben wir nur Anastasia, weil die so hart gelevelt ist, zu verdanken. Ein Machtheld weiß ich nicht, ob ich mit einem Machtheld das auch so easy hingekriegt hätte. Ich weiß gar nicht, wir können das mit Ludmilla mal probieren. Kann man das wiederholen? Ach, ich kann das pro Held wiederholen. Wir probieren das einfach mal. Selbe Einheiten. Gehen mit Ludmilla rein. Das wird nicht funktionieren, ich sag's jetzt schon. Der Moloch ist auch nicht aktiv. Und der Engel kann fliegen. Ich weiß gar nicht, warum wir das überhaupt probieren. Wer ist auf diese bescheuerte Idee gekommen? Nur mal, ich wollte euch nur mal zeigen, den Unterschied zwischen, den gewaltigen Unterschied zwischen Anastasia und Ludmilla im Kampf. Ist jetzt nicht ganz so repräsentativ zwischen Macht und Dings. Weil wir sind nicht richtig geskillt für Macht. Guck mal, wir können bis in die Backline vordringen. Ja, wir können hier nichts ausrichten. Ne? Wir können ihn versuchen, ein bisschen zu schützen.
Könnt ihr euch mal beeilen, meine Einheiten zu grillen? Weil das dauert sonst hier Ewigkeiten noch. Ich meine, es ist ganz klar, dass wir verlieren werden. Aber die brauchen doch ein bisschen länger, als ich erwartet hätte. Geben auf, weil das bringt ja nichts. Aber selbst mit den 5 Leveln Unterschied hätten wir das nicht gemerkt. Also das ist schon gewaltig. Also Macht kommt natürlich erstmal drauf an, welche Einheiten man hat, ne? Ein bisschen vielleicht auch am Spielstil kommt das natürlich, liegt es natürlich auch, aber ich bin halt immer mehr so auf Magie gegangen. Und dann, wenn ich das habe, bei Magie, was ich wollte, den Rest in Macht. Wobei ich sagen muss, ich habe auch nicht clever in Macht geskillt mit Ludmilla. Also das geht auf jeden Fall cleverer. Ich habe ja einfach nur alles, weil ich genug Punkte hatte, in die, was war das, Führung oder so reingeknallt. Obwohl da natürlich andere Sachen effektiver wären. Muss mir auch mal eine bessere Machtwaffe angucken. Der Moloch ist zwar natürlich immer, aber... Oh, guck mal hier, Verbündete. Können wir ziehen lassen? Die Frage ist eigentlich, ob ich beides voll kriege. Das wäre doch auch nicht schlecht, ne? Okay, gehen wir zuerst nach links oder nach rechts? Ich würde sagen, wir gehen zuerst nach links. Wir haben keine Kristallmine, aber eine andere. Ja gut, dann bauen wir auch mal die anderen Sachen so lang. Jetzt sehe ich hier schon die Leute, die mir Loot klauen. Schweine. Allesamt. Denke, na, der ist nicht hier. Da klauen wir dem erstmal den Loot. Mal gucken, wenn ich genug Geld habe. Ja, kostet wahrscheinlich zu viel, ne? Hier sind ja mal dieselben. So, wir haben hier wieder den Lichtmeister. Werden wir auf jeden Fall holen. Und natürlich wieder den Bändiger. Ach,
Ach, guck mal, Javetz, der war doch vorher ein Gegner, oder nicht? Wie viel kosten du? Boah, 13. Er wird ja auch immer teurer hier. Ja gut, die müssen sich anpassen, ne? Hier habt ihr was zu lesen. Wir haben aber mehrere Helden. Altar der Zerstörung. Wieso wollen sich eigentlich die Lichts nicht anschließen, sondern nur irgendwelche Sperrkämpfer da? Stell dir vor, diese Lichts hätten sich alle mir angeschlossen. Ey, was das für ein... Was das ein Zuwachs gewesen wäre. Macht, Schild für sie. Naja, immerhin tun sie nicht alles 100% clear, ne? Stehen auf einmal vor meiner Tür, das wär's auch noch. Hallo. Ich hätte gerne Anspruch auf dieses Gebiet. Ich so, nein! Ich brauche das selber. Unbedingt mal so eine Kristallding, damit ich ja hier, klar, ich könnte kaufen, aber ich muss das Geld hierfür ausheben. Stehen geblieben. Ah, die Anfangszeit ist so schön, wenn der Kettenblitz einfach noch das ganze Game gewinnt. Aber wir haben ja beim letzten Mal gesehen, das wird nicht lange anhalten. Hier ist die erste Festung. So, damit hätten wir hier diese Dinger übernommen. Und eine Goldmine, perfekt. So, Ludmilla, wie sieht's denn aus hier? Oh, morgen, okay. Wo ist das? Scheiße, ist in der Nähe. Muss ich zurückholen? Kann gut sein, dass ich zurück muss, ne?
Nur um sicher zu gehen. Die wollten sich nicht anschließen. Waren wahrscheinlich zu viele, um sich anzuschließen. So, aus Sicherheitsgründen gehen wir mal kurz zurück. Und wir lassen Ludmilla in der Burg. Okay, er haut wieder ab. Ihr habt interessante Freunde. Oder ist der Drachenritter ein Feind? Sie ist meine Mutter. Eure Mutter? Offenbar versteht ihr euch nicht so gut. Nach 10 Jahren Abwesenheit fliegt sie in mein Leben und gibt sich die Schuld für meine Probleme mit Uriel. Ich glaube, sie sucht... Vergebung? Ich sagte ihr, ich hätte mich der Spinnenkönigin verschrieben. Im nächsten Leben kann sie mir eine bessere Mutter sein. Gut. Der App scheint abgehauen zu sein. Dann müssen wir ja doch nicht durchziehen. Haben wir eigentlich Woche der Seuche oder? Huch, was mache ich denn da? Ich wollte die Woche beenden. Sonnenhirsch. Keine gute Woche für Mondricken. Was auch immer eine Mondricke ist. Ah, da ist ein Level-Up-Ding. Nice. Aber es ist noch zu early, das zu benutzen. Schon ein bisschen Angst, dass die schon so nah waren, die Helden. Wie gemein. Kann ich gar nicht gegenheilen. Ja, die Lichts sind auf jeden Fall verloren. Außer ich krieg hier noch Stufe 2 hin. Dann kann ich zumindest die Lichts retten. Weil wir haben auch noch nicht den Healer. 2 Ghule verloren. Das geht ja noch. Wir haben aber auch nicht die Ressourcen, hier abzugraden. Dafür kriegst du einen Schuss ins Gesicht. Ich fand auch immer, dass der Lichtangriff am geilsten aussah. Ich weiß nicht warum. Und der von der Spinne auch, aber die sehen ja auch fast gleich aus. So, Träne. Toll. Sammel doch auch ein, wenn du was da findest. Oh, ich kann was bauen. Kann ich upgraden? Ja, sehr schön.
Wir lassen ziehen. Und neue Woche. Das kostet 10.000. Aber was soll der Geiz? Danach krieg ich auch mehr Geld. Ist Ludmilla nicht vor Ort? Nee. Ultra-Vampires. Die auch noch zum Zug kommen. Oder auch nicht. Sie haben zumindest gehofft, dass sie zum Zug kämen. Ich glaube, ich gehe wirklich erstmal nach oben. Oh, da ist ein Held. Den habe ich einfach übersehen. Gekonnt übersehen. Bin aber echt mal gespannt, das neue Heroes, was ist das, Heroes 8? Wie das wird. Ich bin auf jeden Fall stärker. Aber der ist zuerst dran, natürlich. Oh krass, der hat auch einen von denen. Sind das keine Lebendigen? Können geheilt werden und auferstehen. Aber dann müsste ja das hier funktionieren. Das hat sogar besser funktioniert, als ich erwartet hätte. Da muss ich überhaupt noch einen heilen? Ja, den Lich. Ich habe gerade auch ein Licht verloren, tatsächlich. Ach, die brennen. Schweine. Oh, Nekromantie 4. Perfekt. Genau, präventiv. Ja, du hast zu lesen. So, wir müssen unsere Truppen ein bisschen besser machen. Dauerhaft mehr Macht. Aktiv, aktiv, das sind alles aktive. Mehr Leben.
Steigt der Schaden bei Gegenwehr. Ja, das ist nice to have, aber ist nicht so wichtig. Hier kann ich halt Aufstellung machen. Brauche ich aber nicht unbedingt. Die brauchen wir auch nicht. Das ist eine aktive. Das ist eigentlich ziemlich gut. Weil dann findet er 20% mehr Rohstoffe und sowas. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen müssen. Hier Konvertierung, das brauche ich eigentlich auch. Hier kann ich eigentlich alles skillen, aber ich mach mal, dass wir mehr Rohstoffe und so bekommen. Ich hätte mir das vielleicht vorher mal durchlesen sollen, anstatt einfach das zu machen, was ich damals immer gemacht habe. Oder was ich geglaubt habe, was ich immer gemacht habe. Ich war mir ja nicht mehr sicher. Ich musste ja die Hälfte an den Bildern erkennen. So, jetzt haben wir ein bisschen Karte aufgedeckt. Hier gehen wir aber erstmal nicht weiter, sondern wir clearen natürlich erstmal unseren Bereich. Mana-Probleme haben wir ja nicht, weil wir halt sehr starke Mana-Regeneration haben. Ist auch wichtig. Weil sonst könnten wir nämlich nicht so durchrasieren. Echt viele Helden von denen rum. Ich meine, solange die nur rumlaufen und patrouillieren, ist ja alles gut. So, wir hatten jetzt genug für einen Upgrade, aber jetzt haben wir schon wieder zu viele Punkte drin. Das rentiert sich nicht. Außerdem müssen wir noch kaufen. Weil wir schon auf die Spinnen warten sollen? Ich glaube, wir warten echt auf die Spinnen. Weil es wird nicht mehr lang dauern, dann können wir die bauen. Ich glaube noch 2 Tage oder so. Oder können wir jetzt schon? Ne, noch 1 Tag. Ich habe doch Produktion 2, oder? Ja. Also morgen. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Je früher ich die Spinnen habe, desto mehr habe ich am Ende auch. Wobei ich mir wahrscheinlich nicht so viele leisten kann. So, die werden wir auch direkt upgraden, sonst bringen die mir ja nichts.
Bin echt mal gespannt, ob ich den hochskillen kann und beides füllen kann. Okay. Das sind aber nicht die Grünen, das heißt, die sind nicht so gefährlich. Doch, da sind Grüne bei. Scheiße. Oh. Da habe ich doch ein bisschen mehr Schaden gemacht, als ich erwartet hätte. Noch upgraden, fällt mir gerade auf. Ich bin auch stark am Überlegen. Dass ich jetzt erstmal hier nach oben gehe. Das heißt, wir laufen kurz zurück. Aus dem einfachen Grund. Dass ich eine kleine Pufferzone habe, bevor die bei mir in der Hauptbasis stehen. Weil das wäre nämlich unschön. Wenn die dann auf einmal wirklich bei mir direkt in der Festung stehen würden. Du behältst die aber mal, weil du gehst ja jetzt auch zur Basis zurück. Siehst du? Gerade noch drüber gesprochen. Die Spinnen muss ich halt irgendwann upgraden. So sind die mir nicht wirklich von Nutzen. Ich könnte natürlich kaufen, aber das rentiert sich noch nicht. Dafür habe ich noch nicht genug Marktplätze. Ist einfach zu teuer. Und jetzt kosten die 5000 das Stück oder so. Hat er abgehauen, Feige. Und ich kann die doch schon. Ich kann die doch schon verwandeln. Ich dachte, das Verwandeln ist erst, wenn die upgegradet sind. Wenn die 4 bringen, das ist schon heftig. Ja, komm, jetzt sparen wir auch. Dieser Arsch, ich wusste es. Ich wusste es.
Das wird ihm leid tun. Oh ja. Wir sind in die Falle getappt. Lamia. Nein. Das wollte ich doch zuerst machen. Ah shit, ich habe die falsche Attacke gemacht. Kann ich den neu starten? Neu laden? Aber nur den Kampf, oder? Wo lädst du jetzt neu? So. Ein bisschen gedauert. So, ich wollte natürlich den hier machen. Hat leider nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gedacht habe. Aber das war trotzdem der Plan gewesen. So, 0, 12, 4. Holen wir die Lichts wieder, die sind wichtig. Der hat noch einen Zug, das heißt, wir holen die als erstes weg. So, jetzt holen wir die Fernkampfeinheiten weg. Oh, die haben aufgegeben. Interessant. Ach ja, hier wollte ich ja sparen. Genau. Kann ich die hier nicht plündern? So, zack, geplündert. So, hier kann ich noch ein paar Skelettkrieger klauen. Was ist das eigentlich für eine Mission? Achso, das ist so einer hier. Ah, hier kann ich also die Fragmente sammeln. Das heißt, es ist mit einem Quest verbunden. So, diesmal kriege ich aber... Jetzt habe ich natürlich hier meine eigene Dings da außer Betrieb genommen. Das ist ja vielleicht eine doofe Entscheidung. Sehen wir jetzt. War doch nicht doof. Dieser Arsch, es fehlt genau einer. Das hat er doch extra gemacht. Der wusste ganz genau, dass ich 12 wollte. Der hat sich gedacht, nicht mit mir. Oh,
wo habe ich denn jetzt den her? Ach so, aus der Kiste oder was? Aber jetzt könnte ich upgraden. So, neue Woche, neues Glück. Haben wir jetzt eine schöne Woche. Die Wirkung von Fähigkeiten Magie und der angerichtete Schadenmagie steigt in Schlachten 10%. Das ist ja okay. Krass für mich. Eine alte Shanti-Mondscheibe. Ich habe 1 und 4 Fragmente. So, neuer Tag, neues Glück. Oh, die können gar nicht killen. Rückschlag. Ein Grimoire. Ja gut, aber ich habe eins, das hier passt. Mir fehlt die höchste Krone des Magisters. Ich brauche dringend mal eine Basis mit Kristall. Bald hätte ich genug für die erste Stufe. Das klappt. Oder ob ich dann mein Dings verliere, das wäre furchtbar. Konvertierung minus 20 ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann gehen wir jetzt drauf. Ich will aber auch kein Geld aus. Ich habe sehr viel Geld, aber das will ich nicht ausgeben, weil wir bei Ender später alles brauchen. Auch wenn es sinnvoll wäre, das jetzt zu machen. So, jetzt ist eigentlich egal, auf welcher Seite wir weitermachen. Ich glaube, wir gehen nach oben, weil ich keine Lust habe auf Wasser.
Na, ich glaube, jetzt fokussieren wir uns mehr aufs Bauen. Wir gehen gerade nach oben. Ach shit, ganz vergessen. So, Müll kriegst du auch. Der bleibt natürlich bei uns. Kein Level abbekommen. Wie viel fehlt dir? Ach, viel. Bleib in der Basis, chill ein bisschen, ne? Ich muss unbedingt das Portal bauen, damit ich mich zurückporten kann. Ist eigentlich egal, was wir davon zuerst holen. Am Ende zählen für mich nur die Fernkampfeinheiten. Ach shit, ich habe ganz vergessen, die Folge zu beenden, was ich eigentlich machen wollte. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sammeln die noch ein. Also bis dann. Ciao.